Ich sagte, hier ist was los. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, es ist wieder soweit. Der Fukien-Tee wird weitergepflegt und im Moment noch verfolgen wir das Ganze gemeinsam, damit ihr es mitnehmen könnt, wie das Ganze so funktioniert. So, ich habe jetzt 2 Liter Osmosewasser. Heute wird die Pflanze wieder gedüngt. 2 Liter Osmosewasser. Dementsprechend nehme ich jetzt 2 Milliliter von dem Vuxal-Blütendünger. 2 Milliliter. Eine Spritze rein. Ab ins Wasser. Dann suchen wir das Ganze ein, kurz um und die Dumm. Kannst du alles normal machen, weil Scheiben. Dann können wir auch sofort weitermachen. Ich habe gerade vergessen, das Mikro einzuschalten. Mal gucken, ob ich das jetzt noch hinbekommen habe, indem das hört ihr dann ja jetzt. Ne? So, also wir haben jetzt 2 Milliliter reingegeben. Das Ganze rühren wir kräftig um, ne? Um das zu mischen, logischerweise. Bei Deckellänge messen wir das dann auch einmal ganz kurz, damit wir wissen, was Sache hier ist. Wir haben jetzt hier ca. 440 Mikrosiemens drin, also relativ wenig. Und damit werden wir jetzt die Pflanze, den Bonsai, den Indoor-Bonsai, gemeinsam gießen und düngen in einem Rutsch. Ne? So, dann führen wir das hier um. Das ist nämlich einfacher dann zu handhaben, als wenn du mit der Gießkanne hier drauf plötterst, weil da fließt dann nämlich alles runter und so fein zu gießen ist dann doch nicht so einfach. Ne? Von daher füllen wir es einmal hier in dieses kleine Behältnis um. Wo habe ich denn jetzt? Ah, hier. Okay. So, ein bisschen vorbereitet habe ich dann doch schon. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, denn wir gehen voraussichtlich gleich nach oben. Warum, das sehen wir gleich. So, gießen kräftig, wissen wir ja schon. Durchdringen so lange, bis das Wasser hier auch aus dem Substrat wieder herausläuft. Wir warten mal, bis das ein bisschen durchgesickert ist. Ist relativ trocken dieses Mal auch schon, aber nichtsdestotrotz noch okay. Die Zeigerpflanzen, die hier mit drin sind, sind noch kräftig straff aufrecht, also von daher ist das nicht so wild. Ich werde gleich mal gucken, von dem Beikraut werde ich mal eine Nahaufnahme machen, vielleicht auch von der Pflanze selber nochmal, damit wir mal sehen können, was da drin wächst, weil ganz sicher, was das ist, bin ich mir jetzt auch nicht. Also wirklich durchdringend gießen, bis es unten durchläuft. Das ist ganz wichtig. Wir müssen also richtig nass machen, damit wir also auch wirklich ein paar Tage wieder Zeit haben, bevor wir das Ganze dann wieder gießen. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig. So, jetzt müsste unten eigentlich auch schon durchlaufen, ja. Dann haben wir es auch ein bisschen mit durchgespült in dem Sinne. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, mit Leitungswasser gegossen. Ja, genau. So, das ist okay, soweit. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns zunächst eine Nahaufnahme an und dann gehen wir, wie gesagt, nach oben, voraussichtlich. Aber wie gesagt, ich habe zu viele Sachen gerade im Kopf. Ich habe mich gerade so auf die Brille gesetzt, alter Schwede. Ja, da bist du dann plötzlich ganz wach, du alter Schwede. So ist das, ne? Okay, weiter geht's. Hier sehen wir jetzt das Beikraut. Ich drehe das mal ein bisschen. Wird auch vielleicht ein bisschen heller, kommt ein bisschen mehr Licht hier hin. Was es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was, ja, was ich nicht kenne. Ja, es ist zweikeimblättrig, könnte ein Baum sein, Baum werden. Das ist natürlich die Frage, was? Aber das ist alles noch, ja, Frage. Frage. Was könnte das hier sein? Auf jeden Fall würde ich sagen, lassen wir ihn auf. Drin hier sowieso als Zeigerpflanze, genauso wie das Kraut hier. Wobei, das kenne ich zwar vom Sehen, auch jetzt kriege ich es nicht scharf drauf hier. Ich kenne es zwar vom Sehen, aber nicht vom Namen. Von daher, mal gucken, was das hier, wie sich das entwickelt hier. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Kräutlein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das wird wohl ein Bäumlein werden hier. Ne? Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Die Frage ist nur, was für ein Baum. Mal gucken, was hier mit auf die Reise gegangen ist damals, als wir das Pflänzchen bekommen haben. Okay, das kurz zum Ground hier. Hier ist auch noch ein bisschen was. Das ist jetzt gerade umgekippt durch das Gießen. Da komme ich jetzt auch nicht wirklich dran. Okay, das ist dann kurz so mitgenommen. Jetzt sind wir oben in der Krone angekommen. So, jetzt sehen wir hier den Neuzuwachs. Sieht relativ gut aus. Ich habe fast das Gefühl, dass es ein bisschen zu langstielig ist, aber da habe ich noch keine Ahnung von. Sei ganz ehrlich, weil so lange haben wir die Pflanze ja auch noch nicht und von daher grün ist okay. Wachstum ist okay, würde ich sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist zu langstielig. Oder ist das normal? Ist das das normale Wachstum in dem Sinne von diesem Fukien-Tee? Ja, also auf jeden Fall schick anzusehen. Also mal gucken, ne? Wie gesagt, wir müssen das erst noch Erfahrungen sammeln hier und von daher, ach, guck mal, so eine hübsche Blüte wieder drin, ne? Wir sammeln Erfahrungen hier gemeinsam, von daher lassen wir das erstmal so. Aber hier zeigt etwas, und zwar hier den Wundverschluss, den wir vor kurzem gemacht hatten. Der fängt an aufzureißen. Ich mache im Moment noch nichts dran. Ob das jetzt hier an dem Klima liegt, was wir hier drin haben,
Oder aber ob da tatsächlich schon Kallusbildung drunter ist, das kann ich jetzt so noch nicht beurteilen. Auch hier eine wunderschöne Blüte. Auch der Fuchsien-Tee ist hübsch, der ist so hübsch. So, warte mal, ich versuche mal eben das Ganze mal ein bisschen zu drehen, dass wir uns dann auch im unteren Bereich das nochmal ansehen können. Denn auch hier haben wir ja einen starken Wundverschluss durchgeführt. Hier, also einen Rückschnitt im Prinzip und dann einen Wundverschluss, nicht einen starken Wundverschluss. Ne? Ja, auch hier sehen wir tatsächlich eine Rissbildung. Die Frage ist wirklich jetzt, ist darunter schon Kallusbildung im Gange? Oder ist es tatsächlich, liegt das an dem Klima hier, an der Luftfeuchtigkeit, an der trockenen Luft, beziehungsweise relativen trockenen Luft, sag ich mal so, weil eigentlich haben wir doch relativ hohe Luftfeuchtigkeit hier drin. Ich lasse es jetzt mal so. Heute greife ich noch nicht ein, ich werde es noch ein bisschen beobachten. Vielleicht habt ihr die Erfahrung im Indoor-Bereich ja auch schon gemacht, weil im Outdoor-Bereich habe ich das so noch nicht erlebt. Von daher, wie gesagt, warte ich da einfach mit ab. Ne? Und ob sich hier tatsächlich auch mal, ich sag mal so, nicht Früchte, sondern Samen entwickeln, da bin ich auch mal gespannt. Auch bisher sind sie immer abgefallen, weil das wäre natürlich auch mega cool, wenn wir die mal aus Samen vermehren könnten, wenn das denn möglich ist. Ne? Von daher einfach weiter beobachten erstmal das Ganze, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine mega hübsche Pflanze. Ach, so kann das gehen. Nicht mein Tag heute. Fast schon wieder mal runtergepullert hier. So, pass mal auf. Hier steht Düngen im Abstand von 8 bis 14 Tagen. Das wiederholte Male dann in dem Sinne. Kommt bei uns ja ungefähr hin. Wir düngen jedes dritte Mal im Prinzip. Also sind das so 15, 15 Tage ungefähr. Weil im Schnitt sind es so 5 Tage, wo wir dann dementsprechend wieder wässern. Das heißt dementsprechend auch düngen dann. Also das kommt schon mal ganz gut hin. Mikrosiemenswert ist relativ gering, würde ich sagen, bei etwas über 400. Das ist natürlich genialst. Vielleicht könnten wir auch öfters düngen, aber das müssen wir noch beobachten. Wir wollen sie ja pflegen, nicht kaputt düngen. Von daher, weniger ist manchmal mehr, auch wenn Nährstoffmangel erscheint. Nicht so schlimm, das kannst du beheben. Aber wenn du zu viel gedüngt hast, wird es ein bisschen schwierig, wobei auch durchspülen mit reinem Wasser, dann, wenn du es weißt, dass du überdüngt hast. Ne? Aber wenn die Pflanze anzeigt, kann es auch schon zu spät sein. Denn in der Regel sind dann schon die Wurzeln kaputt. Ne? Und dann, ja, das Ding zum Überleben zu bringen, das ist dann auch möglich, wenn man Glück hat noch. Ne? Wenn man es rechtzeitig merkt, dann muss er wirklich kräftig durchspülen, das Ganze mit reinem Wasser. So, ich würde schon gerne reingucken jetzt, wie es da unter diesem Wundverschluss aussieht. Aber komm, lassen wir mal. Ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Wir wollen ja auch ein bisschen Spannung aufbauen, von daher lassen wir das Ganze. So, die Stecklinge. Am 10.9. hatten wir sie abgeschnitten. Sie stehen ja jetzt hier im Steinbohrwürfel, anfangs im Wasser. Dann haben wir es in den Steinbohrwürfel reingepackt, um mal zu gucken, ob es da vielleicht dann besser passiert oder nicht. Oder was auch immer passiert. Passiert gar nichts, aber sie sind quietschegrün. Alles okay, alles easy. Also lassen wir das stehen, beobachten das Ganze, wann sie denn halt verwurzeln zu machen. Dann gehe ich mal von aus, dass es klappen wird. Denn ansonsten würden sie schon längst schlapp gemacht haben. So, bevor wir jetzt nach oben gehen. Ich hoffe, ich muss da nicht zu viel umbauen. Ich guck mal gucken, ob ich das hinbekomme. Kann sein, dass es lichttechnisch nicht so passt. Aber das ist halt auch egal. Ich habe es dir dann wenigstens mal gezeigt. So, Bonsai. Bonsai in der Selbstbewässerung im Blechhuzertopf mit dem Vulkatec-Kakteen Premium-Substrat. Der Schätzchen hat vor kurzem umgepflanzt, der Ficus, schon wieder Ficus, yippieyay, der Ficus elastica als Bonsai. Kaum zu glauben, aber war auch das ist möglich. So, den schauen wir uns jetzt als erstes an und dann schleppe ich euch mit nach oben. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Okay, so, vergessen wir was? Nein, glaube ich nicht. Dann geht es jetzt erstmal mit dem kleinen Bonsai weiter, bevor wir zum großen kommen. Ups, bums, bam. So, schauen wir das Schätzchen erstmal so an, wie es ausschaut. Ist ja noch nicht ganz so lange her, dass wir ihn herausgenommen haben und höher eingepflanzt haben. Hat wunderbar funktioniert. Austrieb ist auch schon gegeben. Wurzelbereich sieht mega cool aus. Hier stellt sich jetzt eine Frage, da werden wir jetzt ein bisschen genauer hinschauen gleich mal. Inwieweit wir da weiter vorgehen. Man kann jetzt auch schon. Ja, man könnte auch den unteren Bereich der Wurzeln jetzt schon freisetzen, in dem Sinne von den Feinwurzeln rein theoretisch, aber ich lasse es im Moment noch. Läuft ja nicht weg, das können wir später machen. Ne? Aber was mich jetzt mal interessiert, das zeige ich euch mal, damit wir das mal mitnehmen können, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Oder was wir da gegebenenfalls machen können. So sieht der Wurzelbereich jetzt von oben aus. Ja, schon mega interessant. Das wird sich genial entwickeln. Jetzt sehen wir auch diesen weißen Belag, das ist ja ganz normal. Ne? Das sind Ablagerungen an der Rinde, die von selber nicht verschwinden. Zumindest nicht so schnell. Vielleicht passiert es ja von ganz alleine mit der Zeit. Halt mal auf. Ich werde es mal versuchen. Wir wissen ja, Versuch macht klug. Ich habe hier eine Kunststoffbürste, also keine Drahtbürste. Und werde das mal versuchen, vorsichtig. Es staubt zumindest schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich würde sagen, das klappt. Das klappt vielleicht nicht auf Anhieb so, wie man das möchte. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ich glaube, dann könnte das durchaus gehen. Ja, doch, also es geht tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ne? So peu à peu, immer mal so ein bisschen vielleicht, nicht zu viel auf einmal.
Okay, also man kann es abbürsten. Es funktioniert tatsächlich, ne? Bisschen Geduld dabei haben, natürlicherweise, logisch, ne? Da, 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 bam, bam. Guck mal, kommt schon ein bisschen grün durch. Ja, also es geht, ne? Haben wir das auch geklärt. Ansonsten hätte ich mich jetzt die Draht-Messingbürste genommen. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen zu heavy, oder? Sollen wir es mal probieren? Am besten an einer Stelle, wo wir es noch nicht gemacht haben, wo wir aber auch dran kommen jetzt zum Demonstrieren. Hier ist jetzt, mal gucken, komme ich da. Kriegen wir das hier so hin? Gucken. Ich versuch's mal. Muss ich allerdings ein bisschen festhalten. Es staubt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Film sehen kann. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass es sich lösen lässt. Aber hier muss man sehr vorsichtig sein mit der Messingbürste. Aber es scheint auch zu gehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber okay, ich würde sagen, dann besser doch erstmal mit der Kunststoffbürste versuchen. Aber es geht. Das ist schon mal cool. Das ist genial. Also kann ich dann in Ruhe das Schätzchen nachher mal ein bisschen putzen hier. Ne? Guck mal, das geht doch wunderbar. Ja, siehst du wohl. Okay, haben wir das auch geklärt. Super. Super, so sehen wir das dann auch jetzt. Guck mal hier. Hier noch mit der Messingdrahtbürste geputzt, das ist nicht so gut. Ne? Da verletzt du tatsächlich das Ganze. Hier kommt jetzt also der weiße Gummifluss schon raus. Wobei das voraussichtlich auch nicht tragisch sein wird, aber da kann man ganz schnell Fehler machen. Also doch lieber Kunststoffbürste. Okay. Dann schauen wir uns jetzt natürlicherweise auch die Krone an. Ja, die wunderschön wachsen kann. Guck mal, hier kommt sogar das erste, oder man kann jetzt das erste richtige Blatt erkennen. Hier. Richtig hübsch. Ich bin mal gespannt, wie die Blätter oder der Habitus sich jetzt entwickelt. Ne? Kriegen wir es tatsächlich hin, dass die Blätter immer kleiner werden? Ist das tatsächlich möglich? Das wäre natürlich genial. Ne? Ja, pass mal auf. Genial. Das Ganze zum Bonsai machen, Ficus elastica. Ist ein mega cooles Experiment und bei der Gelegenheit schauen wir uns jetzt auch den anderen Ficus an. Schon wieder Ficus religiosa, der Buddha-Baum. Der Buddha-Baum, Ficus religiosa. Oh mein Gott, ist das ein cooles Projekt. In dem Sinne noch Experiment, macht das erste Mal. So, hier haben wir den ersten Rückschnitt damals durchgeführt, als wir die Pflanze eingepflanzt haben. Wir haben sie hier eine Schale stehen. Vor kurzem haben wir dann einen kompletten Rückschnitt der Neuaustriebe gemacht, außer diesen einen hier. Den haben wir wachsen lassen. Wunderschöne kleine Blätter sind hier zu sehen. Auch hier, die jetzt austreiben, die neuen, sind recht klein, filigran. Also ich hoffe mal, dass sich das so etabliert, dass das also vom Wachstum her so bleibt, dass die Blätter nicht groß werden. Weil wenn uns das gelingt, dann können wir tatsächlich beweisen, dass man aus einem Ficus religiosa auch einen Bonsai machen kann. Ja, das ist eine mega coole Sache. Ich versuche das jetzt mal just so zu machen. Gehen wir einfach mal ein bisschen tiefer. So, siehst du, da siehst du auch die Schale, wo das Ganze drin steht. Das Ganze steht auf einem Untersetzer, beziehungsweise der Baum steht in einem Untersetzer, beziehungsweise Schale. Hier unten sind Löcher drin. Ganz klarer Fall. Ein Draht durchgezogen, um den Baum zu stabilisieren, damit er uns hier nicht umfällt, weil ich schon davon ausgehe, dass wir ihn abnehmen können. Im Moment lasse ich es noch dran, ne? Weil hier kann nichts einwachsen. Es ist also ganz, nur ganz locker drum gelegt, das Ganze. Von daher funktioniert das soweit ganz gut. So, wir haben gerade gesehen, glaube ich, haben wir es gesehen. Der Untersetzer ist wieder trocken. Das heißt also, ich werde ihn auf jeden Fall jetzt wieder gießen. Und dementsprechend machen wir das auch gleich mit dem Wasser, was wir vorhin für den Ficus, für den Funkientee genommen haben. Also, hier gießen wir tatsächlich durchdringend, solange bis das unten durchläuft. Ne? Dass er außer auch für ein paar Tage versorgt ist. Und der Vorteil ist bei dem mineralischen Substrat, es kann nicht anfangen zu faulen. Das Ganze kann tatsächlich eine Zeit lang im Wasser stehen. Das macht überhaupt nichts. Und das ist das Coolste an diesem mineralischen Substrat. So, Wasser ist durchgelaufen, steht unten 1 Zentimeter ungefähr drin. Und damit ist die Pflanze auch für wenigstens 4, 5 Tage versorgt. Das ist eine richtig coole Sache. Also, wenn es das gelingt, das tatsächlich ordentlich zum Wachsen zu bringen, ne? Das wäre mega cool. Genial. Okay. So, mal gucken, was wir jetzt so hinbekommen. Unsere Bananen und den einen Bonsai, den wir vor kurzem mal hier angefangen hatten. Oh, mal gucken, was das damit gibt. Das ist der Baum, nicht wahr? Esche, genau. Esche, Zimmeresche war das. So, dann kommen wir jetzt hier zu unserem Gummibaum, den wir zurückgeschnitten hatten und dann halt hier hineingepflanzt in den großen Lechuza-Topf. Das ist also genialste. Ne? Auch der ist wunderschön am Wachsen. Noch verhalten soll er ja auch. Er soll ja nicht riesig groß werden. Und bei der Gelegenheit im Hintergrund die Grünlilie gepaart mit UFO-Pflanze. Was war das andere hier noch? Zebrakraut und dann dem Sternfruchtbaum. Dementsprechend mit hier drin. Ne? Auch das funktioniert wunderbar. Stehen allerdings hier auch im hellen Fenster, nicht jetzt hier in der Ecke, wo sie stehen. Ich habe sie nur dahin gestellt, weil ich am besten filmen kann. Ansonsten wird es gar nicht passen mit der Belichtung. Aber wir sehen, es klappt wunderbar. Genial. Das Sternfruchtbäumchen. Meine Güte, die, der, das, wieso, weshalb, warum?
war gerade nicht so dumm. Hatte ein bisschen Nährstoffmangel gehabt, ist auch nicht so schlimm. Habe ich behoben, hat der, dieses Mal der Topf dann dementsprechend Nährstoffe bekommen. Und hier wird mit Leitungswasser gegossen, ne? Das sollten wir nicht vergessen. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, sowas auch einfach mal auszuprobieren. Klappt vielleicht nicht mit jeder Pflanze, aber mit einigen dann dementsprechend doch. Und auch die Bananen sind also wirklich wunderschön am Wachsen hier. Das ist so genial. Richtig cool. So, okay, das dann kurz hier aus unserem Esszimmer. Ach so, warte mal. Könnte ich ja eigentlich mal demonstrieren, ne? Das Schöne ist nämlich bei der ganzen Sache, man kann diesen Topf rollen. Jetzt habe ich das Display nicht gedreht, ne? Den kannst du also durch die Gegend schieben, ne? Der wiegt ja unheimlich viel und von daher ist es natürlich genial, dass du den so bewegen kannst. Das ist also richtig cool. Du kannst dann auch mal drehen vom Licht her, dass also nicht immer das Ganze einseitig belichtet wird, in dem Sinne beleuchtet wird. Ja, und bei dem Sternfruchtbäumchen, das sollte eigentlich so stehen, ist aber irgendwann ein bisschen umgefallen, ist aber auch nicht so tragisch, macht ein cooles Bild und der wächst jetzt hier wieder heraus und macht hier wieder einen Stamm nach oben. Also es ist natürlich auch genial anzusehen, dass die Pflanze dann auch so reagiert und nicht hier den Hauptstamm einfach weiter wachsen lässt, sondern sich neuen Trieb entwickeln lässt und dementsprechend dann halt als Baum wachsen lässt. So, und dann lassen wir auch wachsen hier, wie es wächst, da mache ich gar nichts dran. Einfach nur mal zu gucken, wie sich das dann so entwickelt. Ne? Nicht immer alles kurz und klein schneiden. Okay. So, dann haben wir es geschafft. Ich konnte es dann endlich mal zeigen. Ne? War doch gar nicht so schwierig. Man muss einfach erstmal machen, weil manchmal fehlt einem auch so ein bisschen der Elan. So, jetzt kommen wir nochmal zum Ficus religiosa. Hier sehen wir die Stecklinge, die wir damals gemacht haben, von der Pflanze, die wir abgeschnitten haben und bewurzelt haben in Wasser damals und dann hier eingepflanzt in Burkhardt der Kakteen Premium Substrat. Dass wir mal so einen Vergleich sehen. Ne? Guck mal, wie die Blätter, wie groß die Blätter sind. Also das Blatt hier ist größer als die komplette Krone des kleinen Bäumchens hier. Ne? Also da sieht man schon mal einen Unterschied. Und auch hier interessant zu beobachten, wer die Geschichte verfolgt. Das ist dieser Grünsteckling gewesen. Der wächst jetzt wesentlich schneller als die, die zum Teil schon etwas verholzt waren. Die sind natürlich auch kräftig gewachsen, sind sogar schneller herausgewachsen, haben auch als erstes Wurzeln gemacht. Aber der hier geht jetzt wesentlich mehr ab als der. Ne? Auch mal interessant, so mitzunehmen. Gießen müsste ich sie eigentlich auch, weil dann mache ich das mal just schnell. Bevor ich das vergesse allerdings, muss ich den dritten dann gleich auch noch gießen. Da sehe ich immer, wenn die Substratoberfläche hier trocken wird. Siehst du, wird dann weiß. Wenn das weiß wird, dann sollte es auch wieder mal gießen. Ja, das ist also genial anzusehen. Auch hier kann immer ein bisschen Wasser drinstehen. Ist nicht so schlimm. Das funktioniert richtig cool mit diesem mineralischen Substrat. So, auch hier nochmal gezeigt, dann die andere Pflanze. Ne? Im Größenvergleich dann dementsprechend jetzt zu diesem Bäumchen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Das ist, ne? Man kann also tatsächlich, so wie es aussieht, Bonsai von machen. Das, ich merke gerade, der ist ein bisschen leicht, der bräuchte auch mal wieder ein bisschen Wasser. Der steht hier in der Kokoserde übrigens. Ne? So, auch das möglich. Okay, also ein riesengroßes Blatt und hier kleine Blättchen. Das ist so genial anzusehen, dass das tatsächlich funktioniert. Inwieweit das sich entwickeln wird, das werden wir im Laufe der Zukunft sehen. Zumindest für alle die, die den Kanal verfolgen hier. Mich verfolgen, lol. Weiß Bescheid. So, okay, in dem Sinne, ne? Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen und heute schon wieder Ficus, meine Güte. Also wenn das so weitergeht, also Indoor-Bonsai, ach ja, meine Güte, das könnte mal ein richtig cooles Thema werden. Wir sind ja noch am Anfang bei der ganzen Sache hier, ne? Aber ja, mal gucken, was für Möglichkeiten wir noch haben. Also nächstes Jahr voraussichtlich, ich will nichts versprechen, ne? Ich habe schon so viel versprochen, konnte es nicht einhalten. Durch Sachen, die halt im Leben passiert sind bei uns. Aber es scheint so zu sein, als wenn wir in einem halben Jahr etwa neue Möglichkeiten haben. Von daher, na, mal gucken. Ne? Vielleicht wird das ja mal cool. So, die Jacke wollte ich jetzt eigentlich nicht scharf stellen. Ich wollte eigentlich den Ficus scharf stellen. Okay, doch die Jacke. Weiß Bescheid. Ne? Bis denn. Ciao, ciao. Meine Güte, das ist so genial. Mega cool.